Hallo, ich habe vor ein paar, ich wollte gerade sagen Tagen, aber ich glaube, es ist schon ein paar Wochen her. Zeitgefühl? Ein Video auf Nilams Kanal gesehen, das ich so schön finde. Und es ist so eine coole kreative Idee. Also alle Props an Nilam. Und ich bin heute mal ein bisschen frech und kopiere das. Ich hoffe, es ist okay, sonst backe ich dir einen Kuchen. Und zwar hat sie ein Ja-Nein-Vielleicht-FAQ gemacht. Das heißt, sie hat Fragen beantwortet, die man eben mit Ja, Nein oder Vielleicht beantworten kann. Geile Überleitung. Mir hat das sehr gut gefallen, deswegen habe ich euch gestern auf Instagram gebeten, mir Fragen zu stellen. Das habt ihr gemacht und ich werde versuchen, durch alle durchzukommen heute. Schauen wir mal. 235. Okay, let's do this. Hast du viel Stress im Moment? Ja. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja. Denkst du, dass du eine Chance in deinem Leben verpasst hast, die nie wiederkommen wird? Ja. Bist du glücklich im Moment? Ja. Planst du in naher Zukunft mit deinem Liebsten Kinder? Vielleicht. Warst du schon mal durch eine Mail für den Kaffeeklatsch so richtig geschockt? Ja. Bist du musikalisch? Ja. Wann gibt's Babys? Ja. Gibt's zum Thema Musik ein Video von dir? Vielleicht. Bist du sportlich? Vielleicht. Glaubst du an das Karma? Ja. Bereust du etwas in deinem Leben sehr? Ja. Gehst du wirklich so wenig shoppen, wie du immer in deinen Videos sagst? Ja. Wenn man Intoleranz nicht toleriert, ist man dann intolerant? Ja. Möchtest du mal heiraten? Vielleicht. Reist du gern? Ja. Möchtest du mal 5 Kinder haben? Vielleicht. Hast du gut geschlafen? Ja. Würdest du zum Mond fliegen, wenn du könntest? Ja. Glaubst du an die wahre Liebe? Ja. Träumst du heimlich von deiner perfekten Hochzeit? Nein. Würdest du gern woanders leben, anderes Land? Vielleicht. Bist du zufrieden mit dem, was du bisher erreicht hast? Ja. Wird es wieder mal ein Fantreffen geben? Ja. Magst du Schallplatten? Ja. Mochtest du die Schule? Ja. Wünschst du dir manchmal wieder zur Schule zu gehen? Nein. Würdest du für 1 Million Euro einen Tag lang nackig durch die Straßen laufen? Nein, vielleicht, nein, vielleicht, vielleicht. Würdest du eine Touristenreise zum Mond mitmachen, wenn sie dir geschenkt wird? Vielleicht. Möchtest du für den Rest deines Lebens in Berlin wohnen bleiben? Vielleicht. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärest du dann und warum? Ja. Wärst du gern nochmal ein Kind? Ja, nein. Nein, nein. Würdest du allein Urlaub machen? Ja. Würdest du im Ausland leben, arbeiten wollen? Vielleicht. Wirst du manchmal bei Fastfood schwach? Ja. Gibt es Menschen, die du überhaupt nicht abkannst und denen du aus dem Weg gehst? Ja. Bist du gegen etwas allergisch? Allergisch, allergisch. Ich sag das immer falsch. Ja. Musst du bei Filmen schnell weinen? Ja. Gibt es etwas, was du dir schon immer kaufen wolltest, aber du bist dafür zu geizig? Ja. Hast du einen Tick? Ja. Können sich Leidenschaften zu etwas wie zum Beispiel Musik im Laufe des Lebens legen? Vielleicht. Oder trägt man sie ein Leben lang mit sich rum? Ja. Bist du gut im Auswendiglernen? Ja. Magst du das deutsche Schulsystem? Nein. Hast du einen guten Abischnitt? Ja. Würdest du eine Weltreise machen, wenn dir jemand das finanzieren würde? Vielleicht. Kannst du dir vorstellen, für den Rest deines Lebens mit deinem Freund zusammenzubleiben? Ja. Könntest du dir vorstellen, vegan zu leben? Vielleicht. Magst du Poetry Slam? Ja. Warst du schon immer so ein Organisationspro? Nein. Bist du Optimist? Ja. Siehst du jemandem aus deiner Familie besonders ähnlich? Ja. Kommt bald wieder ein Video mit Momo? Ich vermisse eure tollen Videos zusammen. Oh, ich auch. Ja. Möchtest du irgendwann mal am Meer wohnen? Vielleicht. Hast du, als du jünger warst, über ein Jahr im Ausland nachgedacht? Ja. Wenn du eine Katze sein könntest, würdest du eine sein? Ja. Wenn du jetzt gerade einen Keks haben könntest, würdest du ihn nehmen? Nein. Findest du Notlügen schlimm? Nein. Hast du einen Lieblingsfilm? Ja. Hast du ein absolutes Lieblingsbuch? Ja. Ist Lesen besser als Film schauen? Vielleicht. Ist Film schauen besser als Lesen? Vielleicht. Hast du Angst vorm Altwerden? Nein. Hast du schon mal was geklaut, vielleicht als Kind? Ja. Glaubst du an Gott? Vielleicht. Wenn du eine Chance auf ein ewiges Leben hättest, würdest du sie nutzen? Nein. Schon mal ohnmächtig geworden? Ja. Magst du Gewitter und Regen? Ja. Wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, würdest du alles nochmal genauso machen?
Ja. Kannst du Französisch sprechen? Ja. Hast du schon mal jemandem den Tod gewünscht? Nein. Hast du Angst im Dunkeln? Nein. Isst du gern Avocado? Ja. Ist Ella dein richtiger Vorname? Nein. Würdest du für sehr viel Geld einen Job annehmen, der dir absolut keinen Spaß macht? Nein. Willst du mal in Weiß heiraten? Ja. Kannst du dir ein Leben ohne Veränderungen vorstellen? Ja. Aber nein. Würdest du dir jemals ein Tattoo stechen lassen? Nein. Ja, vielleicht. Ah, ich weiß nicht. Nein, vielleicht. Bist du ein Morgenmuffel? Nein. Wenn du nochmal die Chance dazu hättest, würdest du ein Zwischenjahr machen nach dem Abi? Nein. Magst du den Sommer? Vielleicht. Katzen oder Liebster? Nein. Hast du schon mal was Verbotenes getan? Ja. Möchtest du Kinder haben? Ja. Wie groß bist du? Ja. Wenn du jetzt schon wissen könntest, wie dein komplettes Leben verlaufen wird, würdest du es wissen wollen? Nein. Würdest du deine Haare irgendwann wieder blond wollen? Nein. Hast du auch schon mal mit anderen Farben experimentiert? Ja. Hattest du schon je eine 6 oder 5 im Jahreszeugnis? Nein. Kannst du dich noch an den Namen deiner Grundschullehrerin, deines Grundschullehrers erinnern? Ja. Musstest du auch lernen, mal Nein zu sagen? Ja. Könntest du ohne deinen Kalender leben? Ja, aber nein. Möchtest du irgendwann mal wieder in deine Heimat zurückziehen? Vielleicht. Bist du größer als 1,65? Nein. Hast du schon mal bereut, YouTube zu machen? Nein. Hast du deine Katzen gleichzeitig bekommen? Ja. Nerven dich deine Kätzchen manchmal? Ja. Kannst du zeichnen oder malen? Vielleicht. Hast du schon jemals überlegt, mit YouTube aufzuhören? Nein. Glaubst du, in einer Beziehung gibt es immer einen, der mehr liebt als der andere? Vielleicht. Nein. Vielleicht. Ja. Würdest du Knochenmark an einen Fremden spenden? Ja. Haben dir die Style-Tipps geholfen? Vielleicht. Ist Ella dein Spitzname? Ja. Bist du zufrieden mit deinem Körper? Ja, vielleicht. Könntest du dir vorstellen, einmal selbst designte Kalender rauszubringen? Vielleicht. Warten du und dein Liebster auf etwas Bestimmtes, bevor ihr heiratet oder Kinder bekommen wollt? Nein. Warst du gut in der Schule? Vielleicht. Bist du ein Theatermensch? Ja. Hattest oder hast du schon mal Panikattacken gehabt? Ja. Hast du schon mal nackt am Meer getanzt? Ja. Hattest du schon mal einen ganz schlimmen Kater vom Alkohol? Ja, einmal. War dein erster Kuss gut? Nein. Wärst du manchmal gern eine Prinzessin? Nein. War deine Schulzeit gut? Vielleicht. Bist du verlobt? Nein. Werdet ihr dieses Jahr heiraten? Nein. Würdest du noch mal Germanistik studieren? Ja. Hast du irgendwelche Krankheiten? Ja. Kannst du Klavier spielen? Ja. Wenn ja, kannst du uns was vorspielen? Vielleicht. Glaubst du, irgendein Leben ist sinnlos? Nein. Sprichst du mehr als 3 Sprachen? Nein. Würdest du ein behindertes Kind bekommen, wenn du es schon in der Schwangerschaft erfährst? Vielleicht. Ist dir in der Öffentlichkeit schon mal was Peinliches passiert? Ja. Hast du schon mal überlegt, mit deinem Freund Schluss zu machen? Nein. Hattest du schon mehr als einen festen Freund? Ja. Freund Fritz fragt, findest du The Cat lieber als Mika The Cat? Ernsthaft? Nein. Beide gleich lieb. Würdest du mal in einem Film mitspielen, wenn es dir angeboten werden würde? Ja. Würdest du 1 Million Euro annehmen und dafür ein Jahr deines Lebens ergeben, ohne zu wissen, wann dein Leben endet? Nein. Eine ganz einfache Frage, von der ich aber finde, dass sie sehr wichtig ist. Wie geht's dir? Ja. Hattest du schon mal eine Nahtoderfahrung? Vielleicht. Könntest du dir vorstellen, deinem Freund einen Heiratsantrag zu machen? Nein. Ist Zeit für dich verschwendet, wenn du auf der Couch liegst und fernsiehst? Nein. Wenn Mann, Frau, Kind, Follower Ella ist in Berlin zu Besuch ist, gehst du dann mit ihnen ein Käffchen schlürfen? Vielleicht. Bist du gut im Verzeihen? Ja. Hast du Angst vorm Alleinsein? Nein. Liebst du dich? Ja. Bist du neugierig? Ja. Glaubst du an Wunder? Ja. Hast du vor, weitere Bücher zu schreiben? Vielleicht. Kannst du dir vorstellen, komplett mit YouTube aufzuhören? Vielleicht. Stört dich der Vergleich und das Konkurrenzdenken zwischen YouTubern? Ja. Bist du immer noch glücklich mit deinem Kalender? Ja. Beziehungsweise willst du in Zukunft etwas an deinen Kalendern, deiner Planung ändern? Vielleicht.
Nerven dich die Katzenhaare in der Wohnung? Ja. Würdest du gern eine Reise ganz für dich allein machen? Vielleicht. Bist du fotogen? Nein. Oh. Bist du immer so fröhlich wie in deinen Videos? Nein. Möchtest du mal ein Eigenheim besitzen? Vielleicht. Schreibst du schon an deinem nächsten Buch? Nein. Und hast du konkrete Ideen? Vielleicht. Wirst du uns irgendwann deinen Namen verraten? Vielleicht. Liebst du deinen Freund immer noch genauso wie am Anfang eurer Beziehung? Nein. Mehr. Ich hoffe sehr, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr habt noch ein bisschen was gelernt über mich. Wenn ihr mich jetzt noch ein bisschen blabbern hören wollt, dann könnt ihr hier klicken, da gibt es 2 weitere FAQs und ansonsten sehen wir uns am Sonntag zum Kaffeeklatsch, wenn ihr mögt. Bis dann!